Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Marco Sonnleiter die drei Fragezeichen-Kreaturen der Nacht vorstellen. Das Buch hat von mir 2 Sterne bekommen. Ich wollte gerade 4 Sterne sagen. Ja, in Kreaturen der Nacht geht es darum, dass eine bekannte Band aus Rocky Beach sich als Hexe, Gruselclown, Werwolf und als den Sensenmann verkleidet auftreten und sehr viel schon an Berühmtheit dadurch erlangt haben und eben sehr bekannt in Rocky Beach sind. Aber kann es Zufall sein, dass solche dunklen Gestalten ein kriminelles Unwesen in Rocky Beach treiben? Oder sind es eben doch andere Kreaturen der Nacht, die eben diese sich eben auf Schmuckjagd, würde ich gerade sagen, sich auf Raubzüge begehen oder nicht? Ja, es ist halt so, in Kreaturen der Nacht ist es so, dass es anfängt, dass die drei Fragezeichen auf so eine Art Musikfestival gehen und dort eben eine bekannte Hip-Hop-Band auftreten soll. Und auch eben diese Veranstaltung eben auch leiten und halt Nachwuchsbands, Nachwuchssänger eben suchen. Und mit diesem Musikfestival gibt es halt auch einen Trödelmarkt, also da kann man auch Sachen verkaufen. Und ja, dadurch, dass sie schon so populär sind eben, ist es halt auch eben so, dass schon Merchandise, also Fanartikel verkauft werden und dadurch die drei Fragezeichen eben Schwierigkeiten haben, sind jetzt wirklich die von der Hip-Hop-Band, die Leute, die ihr kriminelles Unwesen treiben oder nicht. Ja, es ist halt so, Kreaturen der Nacht hat vor mir halt nur 2 Sterne bekommen. Diese Idee dahinter fand ich ja richtig gut. Also, dass es wirklich diese Hip-Hop-Band war, die eben sich verkleidet haben. Und natürlich, wenn sie schon so berühmt sind, dass die Leute dann auch dieses Merchandise kaufen und so. Und dass die Jungs deswegen sich ein bisschen blöd vorgekommen sind, dass sie da ermitteln und eben alles wirklich mit Masken zu tun hat. Ja, der Fall ist halt so, wieso, weshalb, warum die Leute, also die da eben das stehlen. Ich will nämlich auch nicht vorweggreifen, worum es geht. Und ich dachte mir so, machen sie das jetzt echt nur wegen diesem einen Gegenstand bzw. Gegenstände, dass sie das eben klauen und damit eben diese Hip-Hop-Band in den Dreck ziehen. Also es ist, wie gesagt, ich fand diese Aufmachung von Kreaturen der Nacht wirklich toll, aber um diesen Diebstahl, um den es da ging, fand ich einfach pottenschlecht. Also Marco Sonnleiter schreibt schon gute Bücher. Ich müsste nochmal durchgucken, welche Bücher das sind von ihm, die mir zum Beispiel gut gefallen haben, wenn ich es nicht vergessen sollte. Um ihn I werde ich euch vielleicht eins verlinken, wenn ich es nicht vergessen sollte. Aber es war jetzt von Marco Sonnleitner eben ein Buch jetzt, was mir nicht so zugesagt hat. Ja, ich hab's irgendwie, es ist aber auch so, dass es auch andere Bücher sind. Es ist nicht nur Marco Sonnleitner, es ist auch vielleicht mal Christoph Ditter, es ist auch mal Ben Neves. Es ist jeder mal von ihr, jeden Autoren gefällt mir irgendwas nicht. Und dann gibt es von den Autoren wieder ein richtig tolles Buch, was mir gefällt. Aber dieses Buch war halt nicht so meins, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das war's aber jetzt wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension trotzdem gefallen. Auch wenn,
andere ein bisschen eine andere Meinung haben. Es ist meine Meinung. Ich habe schon sehr viel gelesen. Und dann stand, mir hat das Buch aber gefallen. Ja, ja. Wenn es euch gefällt, ist es doch gut. Mir hat es halt nicht so gut gefallen. Für Kritiken bin ich offen. Aber die Kritiken sollen halt ein bisschen, ja, nicht angreifend sein. Ne? Okay, ciao.